Ich fange einfach an zu schaufeln. Heute im Hummus-Lunch. Pasta mit Tomaten-Ricotta-Sugo. Das ist die Küche Italiens. Mal Hand aufs Herz. Pasta geht einfach immer. Heute so kleine Muschelnudeln. Ich starte einfach damit. Salz ins Wasser, Nudeln dazu und kochen. Während die Pasta kocht, schält ihr einfach eine Zwiebel und schneidet die nach Belieben. Würfeln, Halbmonde, was immer ihr möchtet. Wenn euch das zu mühselig ist, dann könnt ihr auch einfach nur die Zwiebel so viermal hier einschneiden und dann schneidet ihr einfach so feine Streifchen runter. Ausnahmsweise diese Woche einmal kein Knoblauch im Essen. Ich habe noch so ein bisschen Anschlusstermine und wenn man dann natürlich immer so einen leichten Knoblauchgeruch aus dem Mund hat, ist das immer nicht so schön. Hand aufs Herz, bei mir gibt es mindestens zweimal die Woche Pasta. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr die Woche Pasta esst und auch welche Pasta. Zwiebel einfach mit Olivenöl in die Pfanne und da gebt ihr jetzt ruhig schon mal Salz drauf und Pfeffer. So, die Zwiebel schön anschwenken und dann habe ich hier so Tomaten gewürfelt. Das kriegt ihr in der Dose, das kriegt ihr in der Pappe. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Marke euch die liebste ist und dann bringe ich die zum nächsten Mal mit in den Homeoffice Lunch und koche dann auch mal damit. Wenn die Zwiebeln so aussehen, wie sie aussehen, dann gießt ihr da hellen Balsamico-Essig drauf und lasst das erstmal so ein bisschen einreduzieren. Den Link zum Rezept wie immer einfach in der Bio und weitere Pasta-Rezepte einfach da oben klicken. So, jetzt seht ihr schon, wie der Essig leicht reduziert ist. Man kann auch sehen, dass es quasi so ein bisschen aussieht wie Karamell. Und jetzt gießt ihr ganz einfach die Tomaten darüber. So, und dann habe ich hier nicht etwa so ein Pyramidenzucker, wie heißt der denn gleich? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich komme gerade nicht drauf. So, davon nehmen wir jetzt einfach so ein bisschen was. Das ist nämlich Ricotta und anstelle von Sahne verfeinere ich lieber diese Soße mit Ricotta. So, dieser Löffel ist natürlich schon ganz schön abgerockt, aber ich verspreche euch, wenn ihr mir ein Bild sendet, wo ihr genau dieses Gericht nachkocht, schicke ich euch diesen Löffel nach Hause mit einer Autogrammkarte von Lisa und mir. So, das Ganze wird jetzt hier einfach mal so ein bisschen umgerührt. Und dann stellt ihr euren Herd einfach auf so Simmern, also quasi ganz, ganz klein, ganz flache Hitze, kleine Hitze. Und lasst das ruhig noch so ein bisschen einköcheln. Die Pasta wie immer abgießen und was auf gar keinen Fall machen, richtig abschrecken und einfach rein. Und dann könnt ihr das Ganze einfach umrühren oder auch so lässig schwenken. Das Allergeilste an diesem Gericht ist, nicht nur, dass es schnell geht, das ist versprochen, sondern man nimmt sich einfach gleich nur noch so einen Löffel und schaufelt es rein. Aber das Kauen nicht vergessen. Dann Teller nehmen, irgendwie eine Schaufel zum Anrichten. Und wir sind ja alle Käsefans, ne? Von daher kann ich einfach nur sagen, jetzt noch so eine Runde italienischen Hartkäse drüber reiben. Und was darf natürlich niemals fehlen in der italienischen Küche? Richtig frischer Basilikum. Und den würde ich auch gar nicht großartig klein hacken, sondern hey, da reicht es einfach, den so ein bisschen klein zu reißen und den wild hier drüber zu streuen. Ich sag, danke fürs Zuschauen, freue mich über jeden Kommentar von euch, den beantworte ich natürlich selbst. Viele Rezepte auf foodboom.de. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Ich sage guten Appetit und bis nächste Woche Mittwoch. Tschüss.